Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. So hat es einst Helmut Schmidt gesagt, Bundeskanzler. Visionen? Wenn ich die Augen zumache, sehe ich Currywürste, sagt Ruhrpottkind Martin Rütter, Hundetrainer. Was soll da aus der zweiten Folge von Der König der Kindsköpfe werden? Denn die wird nach Rütters Regeln gespielt. Und so startet sie tatsächlich tierisch. Als Terrier wird Oliver Pocher angekündigt. Als Golden Retriever Guido Kanz. Mutig und starkköpfig soll der Pfiffi Olli sein, von sanftem Wesen der Golden Guido. Und beide werden dem Rudelführer Martin Rütter im Zwinger in die Show gefahren. Der Hundetrainer sagt zur Begrüßung tatsächlich, Guido komm, Fuß. Damit ist das Niveau schon einmal tiefer gelegt. Soll niemand sagen, er sei nicht gewarnt gewesen. Oliver Pocher duelliert sich beim König der Kindsköpfe mit Guido Kanz. Zum Nippelkönig macht das erste Spiel Guido Kanz. Es ist ein Nunnery mit Mini-Fernsehszenen, die paarweise über rote Knöpfe aktiviert werden können. Wer die richtigen Clips hintereinander drückt, gewinnt. Guido findet 5 Paare. Olli 0. Dem liegt Spiel 2 mehr. Mit viel Körpereinsatz tritt er in einer Playback-Show zum Duell an. Kanz kontert mit Skandal im Sparbezirk. Pocher schmalzt Hero von Enrique Iglesias. Guido probiert Michael Bublés Feeling gut. Es gibt Momente, da wünscht man sich, nicht nur taub, sondern auch blind zu sein, kommentiert Rütter die Vorträge. Wirklich schmerzfrei präsentiert sich Pocher als Power-Parodist mit Platze und gewinnt erwartungsgemäß. Oliver Pocher und Guido Kanz im Kampf der Reality-Stars. Ich glaub, ich hab mir über meine Witze gelacht, gibt Guido Kanz nach dem Gag-Taxi zu. Mit 85-96 Lachern unterliegt er als verkleideter Taxifahrer, der Fahrgäste unterhalten soll. Nächstes Spiel, die beiden sollen Geräte zerlegen, um einem Zielgewicht nahe zu kommen. 1200 Gramm Flachbildfernseher? Da greift Terrier Olli zum Baseballschläger und prügelt wild um sich, nicht ohne Geschimpfe und Gefluche, schon wieder der Pocher im Fernsehen. 1437 Gramm legt er auf die Waage. Mit 1265 Gramm triumphiert allerdings Kanz, haarscharf am Idealgewicht vorbei. Auch zum Kampf der Reality-Stars treten Pocher und Kanz an. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit, soll das Thema sein. Tatsächlich trägt Claudia Obert ein Sektglas in die Sendung und bringt Elektroschocker zum Umschnallen mit, die das anstehende Beach-Fußballspiel entscheidend prägen. Noch schmerzverzerrter sind die Gesichter allerdings, als Reality möchte gern Star Cosimo und Reality möchte gern Star Tessa zusammenpallen. Tessa Bergmeier tut sich dabei offensichtlich wirklich weh und muss ausscheiden. Sogar von Krankenhaus ist die Rede. Autsch. Fernsehen im Sommerloch kann schmerzhaft sein, auch für den Zuschauer. Oliver Pocher gewinnt bei König der Kindsköpfe. Was war bislang dein Lieblingsspiel? Wird Oliver Pocher zwischendurch einmal gefragt. Das kommt bestimmt noch, gibt er zur Antwort. Und spricht damit vermutlich aus, was mancher Zuschauer auch nach 4 Stunden noch gehofft haben wird. Dabei steht da schon fest, Pocher hat im Finalspiel den entscheidenden Punkt zum 5:4 gemacht. Und das ist gut, also gut, dass es vorbei ist.